Ein absolutes Ego-Phänomen im Internet. Hör bitte auf, deinen Namen zu suchen. Es ist jedes Mal Kopfschütteln bei mir. Sobald ich irgendwo in einer Runde zusammenstehe und von einer Kundschaft spreche oder so, kommt immer: Ja, aber wenn ich meinen Namen im Google eingebe, dann bin ich ganz oben und ganz vorne dabei. Erstens ja, zweitens nein. Ganz klares Nein. Und zwar, sobald du häufig eine Suchabfrage immer mit dem gleichen Gerät oder mit einem angemeldeten Google-Konto immer wieder machst, ja, reiht Google die Suchergebnisse immer nach oben, weil die Suchmaschine ist eine Suchmaschine und sie will dir immer das Bestmögliche zeigen und natürlich das, was du gerne suchst und häufig suchst. Ja. Das heißt, wenn du deinen Namen eingibst, Vorname, Nachname oder deinen Firmennamen, den im Normalfall nur du kennst, ja, erscheinst du natürlich ganz oben. Und ja, somit hast du dir selbst ein Ei gelegt. Also wenn du jetzt wirklich wissen willst, ja, wie du im Google Ranking und Co. bist, ja, nimm bitte Statistiken und Co. und Auswertungstools. Allerdings bitte gib deinen Namen nicht selbst ein. Erstens ja, zweitens nein. Absolutes Nein, weil im Internet keiner deinen Namen sucht. Ja? Wenn du Coca-Cola, Adidas, Nike, wie auch immer heißt oder ein berühmter Schauspieler bist und Co., ja, dann wird nach diesem Namen gesucht. Ja? Das heißt, du bist unter den Top 500 Unternehmen auf der Welt oder was auch immer, oder du gibst deinen Namen, deinen Standort ein, ja. Du willst zum Beispiel Einkaufsgeschäft XY in Stadt AB erreichen. Dann solltest du auch gefunden werden. Ganz klarer Fall, vor allem für Wegbeschreibungen und Co. Maxian Müller allerdings, der sich auf Dachfenster spezialisiert hat, sucht keiner, ja, weil es wird nach dem Dachfenster gesucht, ja, und eventuell noch in der Nähe dazu, ja. Daher bringt es auch nichts, deinen Namen zu suchen. Jeder, absolut jeder, und da wirst du dich selbst auch entdecken, ja, oder erwischen, sucht ein Problem, eine Lösung, eine Dienstleistung oder ein Interesse. Niemals allerdings deinen Namen. Also hör bitte auf, deinen Namen im Internet zu suchen und sorg dafür, dass du gefunden wirst für deine Tätigkeit, für deine Werte, für was auch immer. Ja? In diesem Sinne, danke für den Like, Daumen hoch und Co. Kurzes Kommentar, weil ich schnell raus musste. Und ja, wir hören und sehen uns das nächste Mal.